Zur Graffiti-Aktion wird am Donnerstag im Jugendclubhaus Ossi in der Hermannstraße in Hoyerswerda eingeladen. Ab 11 Uhr steht das Gestalten der Außenmauern auf dem Plan. Der Nachbarschaftshilfeverein lädt am Donnerstag unter anderem ab 14 Uhr zum Kaffeeklatsch in die Begegnungsstätten im Flieshof am Markt und in den Grünen Hain an der Hufelandstraße in Hoyerswerda sowie ab 14.30 Uhr im Stelldichein in der Einsteinstraße in Lauter ein. Kein Blatt vor den Mund genommen wird am Donnerstag in den Vereinsräumen im Kulturbund in der Lange Straße 1 in Hoyerswerda. Ab 14 Uhr lesen dort Mitglieder der Autorengruppe Pegasus aus ihren Geschichten. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda stehen am Donnerstag ab 16 Uhr das Basteln in der Kreativstube und das Spielen auf dem Farmgelände im Programm. Das Zuse Computermuseum und die Verbraucherzentrale in Hoyerswerda starten am Donnerstag eine neue gemeinsame Vortragsreihe unter dem Motto Digitale Kompetenzen erweitern. Zum Auftakt um 17 Uhr geht es im Computermuseum themenmäßig um den digitalen Nachlass. Und im Cinemotion in Hoyerswerda laufen ab Donnerstag in der neuen Programmwoche unter anderem der Actionstreifen American Assassin, die Komödie Vorwärts immer und der Animationsfilm Cars 3.